Okay, alle rennen einen Weg und Itomak rennt, keine Ahnung, irgendwo ganz woanders lang. Gut. Er wird wissen, wo er hin will. Er ist ja schließlich das Wildtier mit der guten Nase. Es regnet. Hallo. Die Blitzdinge sind meine Leute. Autsch. Nicht nett. Gar nicht nett. Ich glaube, der Paladiner geht's nicht so gut. Ich glaube, die reißt sich gleich wieder ein Knie irgendwo ab. Ich glaube, der Lin geht's auch nicht so gut. Ja, Knie werden total überbewertet. Knie sind eh hässlich. Ja, die Paladino nicht. Ja, ich glaube, ohne Priester ist es doch ein bisschen schwerer. Ja, besser, aber schwerer. Ja. Nee, die Lin hat sich das Knie abgerissen. Quatsch, was erzähle ich euch hier, Leute? Die Pelagina hat sich die Rippen geprellt. Sagani, Itomak, ihr dürft behaltet gerne Dinge tun. Das ist kein Problem. Wäre sogar hilfreich, wenn ihr das tätet.
Ja, du darfst dich noch mal heilen hier, Kana. Ja, genau, mach du mal die Nervbacke hier weg. Na, immerhin ganz viel Zeug, das wir dann nachher verkaufen können. Und mehr Geld. Ich mach's ja alles nur fürs Geld. I'd be glad to. Absolutely. Das war jetzt im Vergleich recht harmlos. Ja, ich überlege ja tatsächlich, ob ich der Heilung wegen, weil die Paladina ist halt am Anfang echt keine gute Heilerin, weil sie hat halt nur zweimal pro Kampf das Lay on Hands und das klappt halt irgendwie nicht so richtig zuverlässig. Ich überlege tatsächlich, ob, wenn wir auf der Karte jetzt gleich den Druiden irgendwann aufgabeln, ob ich den erst nochmal irgendwie in die Gruppe tue. Ja, ich erinnere mich noch, dass die Kämpfe hier auf den, keine Ahnung, Wildnisgarten, sag ich mal, sehr unterschiedlich waren. Absolutely. Also manche waren irgendwie grandios einfach und andere waren ekelhaft schwer. Nicht noch mehr von euch. That's not very helpful. Eine Fäule, klar, warum auch nicht? Lava. Den schwächest du etwa? Ja, doch. Schon.
Ganz eindeutig. Nee, ich fürchte, Kuchen hilft da auch nicht. Aber ich nehme mal wieder meinen Bogen in die Hand. Wird mir hier zu bunt. Heieiei. Absolutely. Ich glaube, wir setzen uns mal hin und ruhen uns eine schöne Runde aus. Wenn ich jetzt wüsste, ob das hier jetzt mehr wilde, primitive oder Bestien sind. Nehme ich, glaube ich, einfach Schadensreduktion, weil damit kann man nichts falsch machen. Die hat auch keine Fast Boni. Oh Gott, ey. Ach ja. Da steht ein Reh, das müssen wir gleich töten. Ein Schnaps, ja, ich glaube, ein Schnaps könnte die Lin gebrauchen. Der Geini schlendert zu dir hinüber. Sie hält eine Tüte mit gedörrtem Hirschfleisch in der Hand und bietet sie dir an, als sie sich neben dich setzt. Itomak sieht gierig zu. Langer Tag. Sie beugt einen Arm hinter ihrem Kopf, bis du ein Knacken hörst. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Du scheinst viele lange Nächte zu haben. Doch, puh. Ja, mir geht's gut genug. War schon mal besser. Der Lendenki hat mich noch nicht ermordet, also kann ich mich wohl nicht beschweren. Eigentlich hat doch alles auch eine gute Seite, oder? Verschränkt ihre Arme über ihren Knien. Schau mal, ich bin schon eine Weile nicht mehr bei einer Jagdgesellschaft dabei gewesen. Aber wir sitzen jetzt im selben Boot. Und selbst wenn wir verschiedene Beute jagen, so jagen wir doch gemeinsam. Nimmt einen Brocken getrocknetes Fleisch aus ihrem Beutel und reißt einen langen Streifen davon ab. Itomak leckt sich die Lippen und sie wirft ihm den Rest zu. Ich verstehe zwar nicht genau, was mit dir geschieht, aber ich werde dir helfen, Theos zu finden. Dasselbe, was du auch für mich getan hast. Wir haben Persak noch nicht gefunden, aber danke, dass du mir hilfst, Theos zu finden. Das ist lieb. So, jetzt werden wir dieses Reh töten. How may I help? That's it. Genau so, danke. Jetzt geht's mir viel besser. Ich glaube, dass ich mit dem Ding hier am Boden noch nichts machen kann, aber ich tatsche es trotzdem an. Das Sternenlicht beleuchtet ein Muster auf dem Boden. Du kniest dich nieder, um es näher zu betrachten. In den Stein hier wurden einige einfache Formen geritzt. Eine kleine kreisförmige Einkerbung markiert die Mitte, umgeben von einem sehr viel größeren Kreis. Über den zwei Kreisen scheint etwas geschrieben zu stehen. Die Schrift untersuchen. Die Zeichen sind hier völlig fremd, vermutlich die Überbleibsel einer längst vergessenen Sprache. Den äußeren Kreis angucken. Mehrere Formen sind entlang des äußeren Rings eingeritzt. Die meisten sind zwar verwittert, doch über der Mitte erkennst du einen Halbmond. Und die Einkerbung ansehen. Die Einkerbung ist glatt und nicht sehr tief. Es scheint, als wäre sie dazu gedacht, etwas Bestimmtes aufzunehmen. Ja, und wenn man das da nicht richtig reinsteckt, dann kann man vermutlich nichts mitmachen. Deshalb schauen wir mal, ob wir was finden, was man reinstecken kann. Also nicht, dass wir nicht eh andere Dinge zu tun hätten. Nein, kein Blutopfer. Mm-mm. Heute mal nicht. Stopf das Räder rein. Ah, gute Idee.
Ein kleiner Orlane in zerlumpter Lederkleidung, der auf einem Stück rohen Fleisch herumkauert, murmelt eine Begrüßung und winkt mit seiner Hand. Trotz seines zufriedenen Lächelns ist der obere rechte Teil seines Gesichts schon zugerichtet. Er trägt eine Augenklappe mit einem eingesteckten, stilisierten Augapfel und sein eines Ohr ist nur ein verstümmeltes Überbleibsel, das zuckt und krampft, während das andere Ohr sich munter aufstellt, als du dich näherst. Neben ihm ist der Kadaver eines Hirsches auf dem Boden ausgebreitet, der aussieht, als sei er von einem Bär oder Wolf zerrissen worden. Neben dir hörst du ein gurgelndes Grummeln. Sagani legt sich ihre Hand auf den Bauch. Ihr Blick ruht immer noch auf dem Tierkadaver. Immer noch frisch. Itomar hängt seine rosa Zunge aus dem Mund. Wir haben gerade eben ein Reh getötet. Da hättet ihr dran essen können, wenn ihr so sehr auf rohes Fleisch steht. If this is your deer, you need a new game warden. Name's Heravius. Hungry? I can't eat all this. First catch of the day, help yourself. Nee, danke. Wirklich nicht. Ich steh nicht so auf Rosrie. Ich nehme mal ein kleines Stückchen. Ja, ich bin der Jagdaufsicher. Du weißt, dass Wilderei unter Strafe steht. Aha. Was hat denn der Hirsch getan? Ich würde dir mal vorschlagen, koch das doch erstmal, bevor du es isst. Das ist doch ekelhaft hier. Er holt sich doch keine Ahnung was. And ruin the original texture? That's the best part! Just see for yourself. Er wendet seine Aufmerksamkeit dem Kadaver zu und stößt seine Hände in die aufgeschnittene Bauchhöhle des Hirsches. Eat up! Nein! Lächelnd hält er dir das abgerissene Ende der Innereien des Hirsches hin. Nee, nach dir! Ladies first! Sein Auge sucht Blickkontakt zu deinen, als er mit einem kräftigen Biss ein mehrere Zentimeter großes Stück herausreißt. Er kaut langsam, während er sein Auge zusammenkneift. So delicious! Now I know the deer had elderberries for its last meal. Are you sure you don't want to try some? Ich bin sowas von sicher. Ich war noch nie über irgendwas sicherer als das. Was ist mit diesem armen Hirsch passiert? One ornery Stelgar. Though looking at the deer's insides, it had a malformed but delicious heart and would have been dead within the year regardless. Ja genau, was ein Typ. Galloway chose a fitting end for this fine animal. Pardon me, I shouldn't pray with my mouth full. Ja? Was machst du hier? Außer mich anekeln? Other than the delicious venison, new trees to document, new animals to sketch, new sights to be seen. I've learned as much as I can from the druids of my circle. I'd rather wander and learn than take root and stagnate. Okay. So if you're traveling the Deerwood and need another set of hands, I'd welcome the safety of a group. Er grinst breit, als er das sagt. Ja. Kann immer Leute brauchen. Und was könntest du denn als Gegenleistung anbieten? Das ist doch schon eine Gegenleistung. Ja, komm, die Unterstützung eines Druiden wäre mir willkommen. Mach dich rein in die Gruppe. Aber Voraussetzung ist, dass dich jemand tot sehen will. Also wenn du das nicht erfüllst, dann müssen wir uns da noch mal drüber unterhalten. Dann müssen wir dir erst noch ein paar Feinde besorgen. I'm trained by the celebrants of Hawk and Ivy of the Fisher Crane Tribe. I know more than my share of nature magic, and, well, I don't shy away from a good fight. Cool. I have business with the druids that live near Twin Elms. So long as we find ourselves there eventually, I'm happy to follow along. Ja, habe ich der Pelagina auch schon gesagt, das wird noch eine Weile dauern, aber irgendwann kommen wir dahin und dann klären wir auch deine Probleme. Ja, dann willkommen. Splendid. It'll be an honor to run with a pack for a change. Ja.
Ich bin jetzt einfach mal so frei und tu den Kana mal raus und ihn rein und guck mal, ob das dann vielleicht mit Heilung besser funktioniert. Safe travels. Außerdem will ich gucken, was er kann. Falls er was kann. Kannst du was? Okay, sehr gleich verteilte Attribute. Kein Athletics, Survival bis keine Ahnung was. Okay. Speer. Seriously, ein Speer. Was sagt dein Waffenfokus? Was für ein? Kriegsbeil, Speer, Kampfstab, Jagdbogen und unbewaffnet. Warte. Haben wir einen Jagdbogen? Ja, haben wir doch. Hier, nimm das. Ach ja, stimmt. Und ich wollte gucken, wer bei mir immer den sanguinischen Plattenpanzer getragen hat. Der ist nämlich echt gut. Also, ja, das sage ich über die meisten Items. Ja, perfekt. Hey, der, dann trägst du den ja schon richtig. Ja, schick, oder? Ja, okay, und bei so viel Geld, das wir jetzt angespart haben, dann können wir auch nochmal Zauberlernen gehen. Nicht, dass wir sie dringend brauchen, aber was soll's, dann können wir die Zauberbücher wenigstens auch verhökern. Warte, darf ich die schon lernen? Ja, darf ich, cool. Wundervoll. Hier darf man nicht weiter, weil man sich sonst nasse Füße holt. Und offensichtlich kann keiner schwimmen. Du weißt, was mit Drehen zu tun ist. Hi.
Welche? Oh. Hatte ich mir besser vorgestellt. Aber immerhin hatte die Leiche Geld und Geld ist wichtig. Jetzt sind ja angeblich irgendwo Gegner, ne? Gehört, ja. Lava. Beyond seek. How bad? Lava. Hat denn die Pelagina jetzt so schnell umgelegt? Ach du liebes Bisschen. Ich hatte gehofft, dass das jetzt hier irgendwie leichter vonstatten geht. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall schneller casten. Ja, sorry Sagani, aber wenn ich die Wahl habe, ob ich euch rette oder ob ich den heißen Elfen rette, dann sorry, habt ihr verloren. Ja, aber immerhin, wir haben es geschafft. Jetzt hat die Sagani gepellte Rippen und oh nein, noch ein blödes Viech. Und der hat noch ein geschwollenes Auge und... Ah ja, Pelagina hat was Neues rausgefunden. Man kann sich nicht nur das Knie, sondern auch die Schulter abreißen. Ja, awesome. Liebes bisschen.
Okay, diese arme Löwe ist gerade nacheinander. Erst von Lin, dann von Sagani, dann von Itomark und dann von Adolf gekrittet worden. Ich glaube, da hat sich über den Kampf Absolut. vorher ganz schön was angestaut. Das Vieh ist so tot gekrittet, da tot, da geht's einfach nicht mehr. Ernsthaft, ich habe da drüben so ein kleines bisschen vergessen. Nicht flüchten, nicht flüchten! Wer auch immer am schnellsten ist, tötet dieses Reh! Yes. That's it. Danke! Da wäre mir fast noch ein Reh entkommen. Ich meine, das eine, wir haben ja schon mal ein Reh nicht gekriegt. Keiner wäre es einfach so an uns vorbeigeschlichen. Ach Quatsch, das Reh hat's verdient. So darf ich da nicht nach dir fort? Geht das nicht von hier aus? Was? Weiß immer nicht so genau, wo man am Kartenrand irgendwo hinhüpfen muss, damit man dann dahin kommt, wo man hin will. Ja, so kommt man nach dir fort. Das Reh hat sich das einfach selbst zuzuschreiben. Was ist das auch alleine da in dem Wald unterwegs, während meine Leute Fernkampfwaffen haben?